Lernplanet. Ihr kennt mich noch nicht, ich bin zum ersten Mal hier. Mein Name ist Steinhauser, ich bin die Frau Steinhauser und ich freue mich, heute mit euch ein bisschen kreativ tätig zu werden. Eins möchte ich von vornherein sagen, ich nehmt euch ein bisschen Zeit. Es ist ganz wichtig zu dieser Zeit, in dieser, wo ständig irgendwas zu lernen ist, zu Hause zu lernen ist, nehmt euch Zeit für die kreative Arbeit, das tut gut, es macht den Kopf frei und ja, es tut einfach gut, ihr werdet sehen, das verspreche ich euch. So, wir kommen gleich einmal zum Thema. Starten wir los. Es geht heute um die kalten und die warmen Farben oder warme und kalte Farben und diese zwei Bereiche, diese Farben wollen wir in einem Kunstwerk vereinigen mit Sonne und Mond. Gut, dann schauen wir gleich einmal, was du da für dir herrichten kannst. Und zwar, du brauchst, also eigentlich solltest du alles soweit zu Hause haben. Das Einzige vielleicht ist das weiße Zeichenblatt. Du kannst aber jedes andere weiße Blatt nehmen und im Notfall nimmst du halt ein kariertes Blatt, da kann man auch drauf zeichnen. Einen Bleistift und Radiergummi, wenn du dir das vorzeichnest, das macht schon Sinn, weil oft gefällt dir das eine oder andere nicht, dann musst du es halt ausradieren. Und wenn du gleich mit dem Edding, der gleich als nächstes steht, oder einem schwarzen Filzstift zeichnest, dann kannst du das nicht mehr ausbessern. Ich werde euch heute vorzeigen, es aber gleich mit dem Edding, ja, jo. Dann, was du brauchst, ist eine runde Schüssel. Die sollte auf das Papier drauf passen. Wenn du das hier so, du musst halt ein bisschen schauen, in der Küche findest du sicher eine runde Schüssel, damit du einen Kreis zeichnen kannst. Und dann Filzstifte, Buntstifte, du kannst beide verwenden in dem Bild, beziehungsweise kannst dich auch für eines entscheiden. So, dann starten wir gleich einmal los mit den Farben. Was sind warme Farben? Du wirst sicher schon davon gehört haben, in der Volksschule oder wann auch immer. Warme Farben verbindet man mit Feuer, Hitze und das sind dann alle Rottöne hier von dunkel bis hin zum Gelb und die Mischfarbe ist Orange. Ja, das sind alle warmen Farben. Ja? Und die kalten Farben im Gegenteil dazu sind irgendwie, wenn du an Kälte denkst, an Eis, Eis ist eigentlich durchsichtig, aber es schimmert dann schon auch blau, sind alle Blautöne. Ja? Hier siehst du das ganz schön. Aber ich bin mir sicher, du hast schon von diesen warmen und kalten Farben gehört. Hier haben wir noch eine schöne Übersicht von dem Farbkreis. Hier hast du die kalte Seite und du siehst, da fällt auch das Grün schon auch hinein. Also man kann, wenn du kalte Farben verwendest, kannst du auch ein Grün verwenden, beziehungsweise ein Violett. Hingegen zur warmen Seite zählt halt hier auch schon, das geht auch ein bisschen ins Grün-Gelb, aber wir werden uns eher in den Gelb-Orange-Rot-Bereich begeben. Na gut, das hätten wir geklärt. Wie setzen wir das jetzt um? Was machen wir mit dem? Ich habe schon gesagt, wir arbeiten mit Sonne und Mond. Hier hast du noch ein schönes Bild von der Sonne und vom Mond. Das sind beides Kugeln. Also von der Geometrie her Kugeln. Ja? Wir wollen jetzt diese zwei Kugeln in eine Kugel vereinen. Ja? Die Sonne sehen wir hier mit den warmen Farben, der Mond hier mit den kalten Farben. Und wir wollen das jetzt in eine Kugel zusammenfügen, beziehungsweise in eher einem Kreis, weil dreidimensional können wir nicht wirklich auf das Blatt Papier zeichnen. Geht schon, aber das ist eine andere Session. So, dann zeige ich euch gleich einmal das Kunstwerk. Wie ich mir das vorstelle. Und zwar, hier hast du
Ich habe mich da ein bisschen ausprobiert. Hier siehst du die einfache Arbeit. Hier hast du den Mond auf der einen Seite der Kugel oder des Kreises und hier hast du die Sonne auf der anderen Seite des Kreises. Und die Sonne wurde mit den warmen Farben bemalt, der Mond mit den kalten Farben. Gut, dann starten wir gleich los. Ich werde euch da jetzt zeigen, die erste Challenge wird wahrscheinlich sein, wie kriege ich einen Kreis aufs Papier. Da ich mir gedacht habe, dass du wahrscheinlich noch keinen Zirkel zu Hause hast, habe ich euch bei den Materialien dazu geschrieben, eine Schüssel. Hier eine Schüssel, du legst die Schüssel in der Mitte circa auf dein Papier und nimmst gleich einmal den Edding. Da würde ich jetzt nicht mit dem Bleistift vorzeichnen, weil den Kreis danach zu ziehen mit der freien Hand ist ein bisschen schwierig. Gut, wir haben jetzt einen Edding oder einen schwarzen Filzstift. Wichtig ist, wenn du mit dem Edding zeichnest, bitte leg dir ein Blatt drunter, weil der Edding manchmal durch das eine Blatt durchgeht, wenn es nicht dick ist. Und sonst hast du die ganzen Schmierer dann am Tisch. Und ich glaube, da ist deine Mama nicht sehr erfreut, weil das geht ganz schlecht weg. Also leg dir einfach ein zweites Blatt drunter, irgendein Schmierblatt oder so weiter. So, das nächste. Du musst die Schüssel ganz schön festhalten von oben und ganz am Rand entlang einfach einen Kreis ziehen. Wie du siehst, komme ich jetzt da ein bisschen mit den Händen über Kreuz. Das heißt, du musst da umgreifen und der Kreis ist fertig. Das ist schon die erste Herausforderung gewesen. Aber ich bin mir sicher, du schaffst es. Jetzt wollen wir in die Gestaltung des Sonne-Mond-Kreises kommen. Dazu würde ich dir empfehlen, die Sichelform des Mondes dir vorzustellen. Ja, wenn du das hier siehst, eine Sichelform. Der Mond ist ja nicht immer ganz, ganz rund, manchmal bei Vollmond ist er ganz rund, aber manchmal nimmt er auch ab und dann sieht man nur eine Sichel. Und wir machen dem Mond auch eine Nase dazu. Dazu beginnst du einfach ganz entspannt, hier oben, ein bisschen gebogen, machst dem eine Nase, hopp, und so hast du das schon geteilt. Mehr ist es nicht. Meine Nase ist jetzt ein bisschen weit unten, das macht aber alles nichts. So, die weitere Aufgabe ist, Sonne und Mond ein Gesicht zu malen. Ja? Also am Tag, wenn die Sonne scheint, ist man wach. Also wir machen einfach ein offenes Auge, machen eine schöne Iris und eine Pupille hinein. Da lässt du vielleicht ein kleines bisschen einen weißen Fleck, damit es ein bisschen lebendiger wirkt. Und der Mond, der schläft. Weil wir ja schlafen, können wir da noch Wimpern hinzufügen und so weiter. So, dann wollen wir Mond und Sonne einen Mund verleihen. Das kannst du in den verschiedensten Formen machen. Du kannst eine Lippe, du kannst es einfach auch nur einen Strich machen. Du kannst aber auch noch eine Lippe da hinzufügen. Du kannst dem hier irgendwie so ein kleines Kringel machen. Das ist deine Kreativität, wie du das haben möchtest. Ein kleines Nasnerl machen wir ihnen auch noch. Das sind einfach zwei Kugel. Damit war eigentlich schon der Großteil ist schon erledigt. Ganz nett wäre da, dass sie vielleicht eine Wange haben. Kannst du noch, das sind zwei Kreise. Und jetzt geht es um die Rundumgestaltung. Ja? Wir haben gesagt, Sonne, die Sonne ist heiß, wir arbeiten mit den warmen Farben heiß. Und da würde ich euch empfehlen, einfach wie eine Art Feuer rund um diese Sonnenhälfte, in die eine Hälfte zu malen. Es geht ganz einfach, du kannst das in, gibt's verschiedene Möglichkeiten. Einfach Sonne,
Sonnenstrahlen zu machen. Bis zur Hälfte. Und beim Mond, was ist der Mond, der umgibt sich mit Sternen, da machst du einfach ein paar Sterne hier hinzu. Und dazu machen wir noch ein paar Planeten. So, hier fügen wir noch ein paar Feuerstrahlen hinzu. Und schon geht es ans Ausmalen. Hier würde ich dir noch empfehlen, eine Grenze zu machen. So, wichtig ist jetzt, dass du die eine Hälfte mit warmen Farben anmalst. Und die andere Hälfte mit kalten Farben. Warme Farben sind bei der Sonne, kalte Farben beim Mond. Dazu würde ich dir raten, lege dir deine Stifte, die kalten Farben auf die eine Seite und die warmen Farben auf die andere Seite. So kommst du dann nicht irgendwie, kann dir kein Hoppala passieren. Mir ist das, wenn du es hier siehst, ist mir gleich ein Hoppala passiert. Ich habe da ein Violett verwendet und das Violett gehört ja eigentlich doch eher zu den kalten Farben. Ich habe da aber einfach mit Gelb dann drüber gemalt, somit sind wir auch safe sozusagen. Gut, beim Ausmalen würde ich dir raten, die Sonne und den Mond direkt hier und diese kleinen Elemente im Hintergrund mit Filzstift auszumalen. Das sind kräftige Farben. Ja. Ausmalen, ganz wichtig, wir malen nicht krixi-kraxi, große Striche, kleine Kreise nebeneinander setzen, damit da keine weißen Flächen bleiben, bitte. Und versuche auch nicht rauszumalen. Ja? Den Hintergrund, diese große Fläche dahinter, würde ich dir vorschlagen oder raten, mit Buntstiften zu machen. Ja, wieder auch mit den eine Seite kalte Farbe, andere Seite warme Farben. Da würde ich dir raten, den Buntstift folgendermaßen in die Hand zu nehmen. Nimmst ihn von oben und haltest den Zeigefinger vorne zur Mine und malst so schön flächenmäßig aus. Hier sind wir da. Schön. Du kannst auch noch eine hellere Farbe drüberlegen, dann wird das ein bisschen lebendiger auch noch. So. Und das Gleiche natürlich hier auf der anderen Seite. Wieder Finger drauf. Wenn du die Elemente angemalt hast, kannst du ruhig da drüber malen. Das sieht man dann gar nicht. Da muss man nicht so genau. Am Rand würde ich dir nur raten, vielleicht auch ein Blatt dahinter zu legen, damit du über den Rand malen kannst. Und hier kannst du auch wieder. So, viel Spaß beim kreativen Arbeiten. Bis bald.